Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Und heute gibt es mal wieder ein Video mit Silk Clay und mit einer Form. Ich habe hier meine Oreo-Keksform, die habe ich ja selber aus Silikon gemacht. Das Ganze könnt ihr bei Do-It-Yourself-Inspiration sehen. Ist total cool und total einfach selber zu machen. Und ja, ich habe hier Silk Clay, der ist ja so ähnlich wie Form Clay, nur ohne die kleinen Kügelchen. Und dann habe ich hier noch verschiedene andere Knetmassen, die glaube ich nicht komplett aushärten, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber sie sind hier auf jeden Fall sicher in ihren Behältern. Das ist einmal Bouncing Putty, die springt. Und ich habe hier Springknete, also das Ganze einmal auf Deutsch. Set mit 5 Farben. Da seht ihr hier einmal blau, grün, gelb, orange und in der Mitte ist weiß. Hier habe ich pink und blau und hier ein Pastellblau, orange und ein rosa. Ich starte mal mit dem hellblau und ich gucke mal, ob ich das wirklich richtig da reingedrückt bekomme und mir einen richtig coolen hellblauen Oreo-Keks formen kann. Vielleicht sogar mit orangener Füllung, ganz exotisch. Also es lässt sich schon mal hier gut reinarbeiten. So, die erste Schicht ist schon mal drin. Dann kommt jetzt die Füllung. Ihr seht hier, da geht es so ein bisschen weiter rein. Da war die weiße Füllung ursprünglich. Ich nehme jetzt mal das Orange. Mache mal so eine ganz dünne Schicht und drücke die hier so rein. Schön bis zum Rand, dass man sie auch auf jeden Fall sieht. Und dann natürlich noch eine weitere Schicht vom hellblau, wie es beim Oreo-Keks ja ist, dann mit dem schwarz, also mit dem richtigen Teig. Und da kommt mein Keks. Und ihr seht wirklich, die Füllung ist auch richtig cool geworden. Richtig schön orange. Und so sieht mein hellblauer Oreo-Keks aus. Den lasse ich jetzt mal richtig schön aushärten. Und vielleicht bastel ich dann noch einen Magnet daraus. Gefällt mir richtig gut. So, und ich teste das Ganze jetzt natürlich nochmal mit der Springknete und der Bouncing Putty. Mal gucken, wie das wird. So, einmal in Blau. Also springen tut sich schon mal sehr gut. Nehme mal einen Teil und drücke das Ganze richtig schön feste rein. Das war, glaube ich, sogar ein bisschen sehr viel. Und dann versuche ich hier auch mal das Ganze vorsichtig wieder rauszulösen. So vom Gefühl her ein bisschen weicher, ein bisschen mehr so wie Kinetic Sand. Ist auch ein bisschen kaputt gegangen, sieht aber auch sehr, sehr cool aus und springt auch noch. Total lustig, ein springender Oreo-Keks. So sieht er aus. Ich versuche es nochmal in rosa. Richtig schön reinpressen. Es klebt jetzt ein bisschen. Es lässt sich nicht ganz so gut ablösen. Scheint mir ein bisschen noch weicher zu sein, die rosane Knete. Nee, das hat leider nicht geklappt. Ich glaube, die ist einfach noch ein bisschen weicher als die blaue. Der blauen ging es ganz gut.
natürlich nicht so gut wie mit dem Silk Clay, muss ich sagen. Aber ich habe hier noch was zum Testen hier. Oh, das fühlt sich nochmal anders an. Und ist ganz schön stretchy. Also zieht richtig coole Fäden. Und ich versuche es hier auch mal mit Gelb einfach. Und hier lässt es sich auch cool rauslösen und ein richtig schöner goldener Oreo-Keks. Ich bin mir hier nicht sicher, ob das Ganze trocknet. Steht auch jetzt nicht drauf. Ich glaube nicht, sonst würde es wahrscheinlich draufstehen. Sieht aber auf jeden Fall auch richtig cool aus und springt auch richtig schön. Also, das sind meine drei bunten Oreo-Kekse dieses Mal. Also, einmal blau mit der Bouncing Putty, dann hier der Springknete, einmal in Gelb und mit dem Silkley, wo ich sicher bin, dass der auf jeden Fall trocknet und ich ihn auf jeden Fall auch noch ein bisschen vielleicht umbauen werde als Magneten, der blaue Oreo-Keks in diesem hellen, ja, wie sagt man, Pastellblau. Gefallen mir alle richtig gut und hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt es einfach alles unten in die Kommentare rein. Natürlich auch, wenn ihr noch coole Ideen für weitere Videos mit dieser Form habt, alles unten reinschreiben. Und sonst abonniert auch natürlich unseren Kanal. Und bis zum nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss!